So, da sind wir wieder. Wieder am Damm, also in der Region, in der Dammregion. Ich dachte, ich wäre woanders gewesen beim letzten Mal. Hier gibt es nicht viel Neues, aber ich will natürlich nicht. Hier, Standardgeschosse. Da kann ich 46 mitnehmen. Und beim letzten Mal hatte ich zu wenig. Habe ich wirklich übersehen, dass ich mehr mitnehmen kann? Oder nein? Oder habe ich 46, kann aber nur 20 mitnehmen? Die werden immer wieder aufgefüllt, wenn ich hier hinkomme. Sehr, sehr eigenartig. Auf jeden Fall gab es beim letzten Mal große Probleme mit alledem. Da habe ich noch 9 von. Wobei ich diese Markierungsdinger, das sind Lockgeschosse, ne? Lieber will ich noch ein paar Explosivdinger. Jetzt habe ich die. Habe ich jetzt meinen Einkauf wieder? Ist mein Einkauf wieder? Ja. Ist doch alles zum Mäusemelken. Explosivgeschosse, Lockgeschosse. Statt Lockgeschosse nehme ich lieber DARPAs mit. DARPA und Explosiv. Kann ich die mitnehmen? Ja, jetzt habe ich sie. Lockgeschosse. 6 von 5. 5. Ich durchblicke es langsam. Sehr langsam. Ja, ansonsten ist ja nicht viel. Skills. Hat sich nicht viel getan. Hat sich nicht so viel getan. Schauen wir mal, was die nächste Mission uns bringt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich werde ich das alles jetzt zu Ende spielen. Es irritiert mich alles mehr, als es mich. Also es mich stört, abgesehen von der einen Mission, wo nichts funktioniert hat. Wir müssen sehen. Wir müssen sehen, wo das alles endet, wohin es führt und was noch alles bis zwischen. Es ist schön, dass noch eine Nebenoperation ansteht, an der ich vielleicht noch mal ein paar Sachen testen kann. Zwei Separatisten, die das Land verlassen wollen, haben Kontakt mit dem Widerstand aufgenommen. Gibt Deckung, während Grigol und seine Männer infiltrieren und die beiden Zielpersonen für die Nachbesprechung rausholen. Nimm für diese Mission dein bestes Gewehr und dein bestes Zielfernrohr. Das wird wieder so eine. Was heißt, das wird wieder so? Das ist diese endlos entfernte, wo niemand gespawnt ist. Will ich das? Ich überspringe diese. Ich mach die schwarze Witwe. Inna Zakarian besitzt ein Haus am Hang. Der durch das Dorf verläuft. Ach, am Hang, der durch das Dorf verläuft. Suche Informationen über ihren Aufenthaltsort in diesem Haus. Dann infiltriere ich da. Die Brücke. Nee. Nee. Nicht mit mir. So, keine freundlichen Hinweise von. Von. Was habe ich jetzt gemacht? Von Raquel. Ist Raquel nicht wieder. Nicht mehr einsatzfähig jetzt, nachdem ich sie befreit habe. So. Sehe ich dieses rote Zeichen auf der Minimap links? Was ist das für ein rotes Zeichen? Da unten waren Kühe, daran erinnere ich mich. Aber mehr weiß ich nicht. Interessante kleine Landmarks. Wieder mal durchstreife ich keine Fragezeichen, keine Interessenpunkte, sondern begebe mich schnurstracks zum Ort meiner Mission. Aber wie nah kann ich da ran? Wieder mal die Frage. Ich würde sagen, bis hier.
Midnar. Midnar? Das sieht ja hübsch aus hier. Anker im Stein. Wer diesen Anker aus dem Stein ziehen kann, soll König von Georgien sein. Tja, infiltriere das Dorf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Morde begehen muss. Ein friedliches Dorf kann auch nicht von Bösewichten bewohnt sein. Ich könnte natürlich wieder meine... Da oben muss ich hin. Meine Drohne einsetzen. Zumindest weiß ich, wo ich hin muss. Ich gehe davon aus, dass man mir beschrieben hat, wo ich hin muss. Habe ich Standardgeschosse? Ich hoffe es. Oh, mein Schalldämpfer. Zum Glück habe ich dieses Ding jetzt immer dabei. Dann kann ich das reparieren. Wie sieht es hier mit Schalldämpfer aus? Ach, eine LMG hat doch wohl keinen Schalldämpfer. Da bewegt sich was, tatsächlich. Beobachte ich mal erst, ne? Clever, wie ich bin. Er hält da unten Wache, ja. Von da oben gesehen. Zumindest momentan nicht. Na, dann. Ah, geht da runter. Ich bin unter Beschuss! Mist. Gesellschaft 23 ist schon hier. Zwei Schüsse reichen also, um durch die Panzerung durchzukommen. Gut, dass das Ding hier eine relativ hohe Schussrate hat. Hier läuft die Musik, die immer am Anfang läuft, wenn das Spiel lädt. Ich werde getriggert dadurch. Sollen wir da mal reingucken? Einfach nur mal sehen, wie die Leute hier leben. Kein Weg nach oben. Aber sieht's aus, als wäre es ein mehrstöckiges Gebäude. Müssen wir da hinten rum? Naja. Nicht mal, dass es wichtig wäre, aber kann ich da nicht rüber? Doch. Na, auch hier wäre es ja eigentlich schön, wenn man ein paar Bewohner hätte. Ich meine doch auch schon mal welche gesehen zu haben. Aber, es wirkt alles so leer, verlassen. Aber sieht's nett aus. Eigentlich hübsch. Ne? Ich denke, ich starte tatsächlich mal die Drohne. Ah, da ist was. Warum hat der einen Totenschädel, als wäre er schon tot? Drohne hat im Haus noch Leute ausfindig gemacht. Das finde ich sehr schön. Wenn auch unrealistisch. Ich hoffe, dass ich nicht gesehen werde mit der Drohne. Als doch muss ich ganz schnell die Drohne ausschalten. Ich wollte gerade sagen, da steht doch jemand, aber das ist ein Grabstein. Oh. Ist doch wohl nicht aufmerksam geworden. Da stehen zwei Leute drin. Hier hoch.
hier hoch wäre nicht schlecht, ne? Wenn ich da hochkommen könnte. Kann ich das? Kann ich lang? Na gut, ich gehe mal davon aus, dass zwei im Haus sind und einer vorm Haus. Und der vorm Haus wird auch hoffentlich nicht gesehen. Kann ich doch mal kurz hier durchsuchen. Rein wäre natürlich auch elegant, ne? Aber warum elegant, wenn es auch mit Gewalt geht? Wenn da natürlich zwei drinstehen und keiner von denen rauskommt. Jetzt könnte ich doch die Lochgeschosse brauchen, die ich eben verschmäht habe. Jetzt keinen Fehler machen. Steht einer drin. Ich glaube, ich sage es jedes Mal, ne? Aber es wäre ja mal toll, irgendwas zu schaffen, ohne. Habe ich nicht die Panzer brechen? Explosiv lieber nicht, ne? Und das hält nur die Bahn, aber durchschlägt nicht mehr. Das fängt ja wieder gut an. Warum hat er mich gesehen? Na, runter, runter, runter. Oh, 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 mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Geh. Geh, so. So. Also im grünen Bereich. Ich fand die Bewegung ist gut. Ich habe euren Kumpel erschossen. War das vor euren Augen oder warum habt ihr das gesehen? Ich kann da tatsächlich rauf. Okay. Oh! Oh nein. Der hat den Schuss nicht bemerkt, oder was? Haben Sie es bemerkt, liebe Zuschauer? Mein alter Fehler. Mein alter Fehler. Ich habe immer das verflixte Sniper-Ding in der Hand. Auch wenn ich mich darauf einstellen sollte, in den Nahkampf verwickelt zu werden. Waren das jetzt wirklich die zwei aus dem Haus? Oder war das, waren da noch mehr, die ich vorher übersehen habe? Na gut, wir werden sehen. Gucken, wo ich wieder starte. Der eine schon tot ist, ob ich gerade angekommen bin. Na, ich bin gerade angekommen. Schalldämpfer fast zerstört. Dann reparieren wir den noch. Das ist auch toll. Ich drücke jetzt F, um das einzusetzen. Kann ich aber nicht. Ich muss es erst nochmal auswählen. Und jetzt kann ich es einsetzen. Das ist doch so Mäusemägen. Mist. Gesellschaft 23 ist schon hier. Die Schussrate ist gut. Das möchte ich mal sagen. Vielleicht sollte ich da außen mal irgendwas auf grobe Art machen. Direkt von Anfang an. Nicht aus Verzweiflung, sondern vielleicht mal aus Vorbedacht. Wenn nämlich wirklich nur zwei Leute da sind.
im Haus und einer draußen. Könnte ich ja vielleicht schaffen, die beiden drinnen dazu zu bringen, rauszukommen. Also ich werde auf jeden Fall rauskommen, wenn ich den draußen erschieße, wie es schon. Oh, man kann hier rein? Ich höre Hühner. Muss ich vorsichtig sein. Hühner dürfen auf keinen Fall. Auf keinen Fall Schaden erleiden. Also doch kein C4, was? Bin im Haus. Höre ich hier wirklich Geräusche? Bitten Sie mich nicht, ich flehe Sie an. Bitte, nein. Ich tue Ihnen nichts, Sir. Sie sind in Sicherheit. Habe einen von Inners Männern gefunden. Die Gesellschaft 23 hat ihn gefangen. Bring ihn zum Reden. Ich höre doch da Geräusche. Ich bin nicht dumm. Ich werde ihn jetzt nicht zum Reden bringen, wenn ich ihn noch befürchten muss, dass da ein Typ ist. Da ist. Oh Gottchen! Oh, so. Was war's? Jetzt dürfen sie reden. Analysieren oder reden? Mit Soldat reden. Reden Sie, Mann. Hör zu, ich weiß, es wirkt komisch, aber heute bin ich dein Freund. Warum sollte ich dir vertrauen? Weil Inner derzeit eine Bedrohung darstellt. Anders als der Boss der Kerle, die dich fast getötet hätten. Ich muss mit ihr reden, um ihn zu erwischen. Verstanden? So schnell kann sich das Blatt wenden, was? Sie versteckt sich in den Ruinen hinter dem Dorf. Aber das weißt du nicht von mir. Danke dafür. Errege eine Weile keine Aufmerksamkeit. Den lasse ich jetzt wirklich laufen? Gut. Feind meines Feindes ist mein zweiter Feind, möglicherweise. Oder mein Freund. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jemand, von dem ich erwarten kann, dass er meine Interessen mitvertritt. Ja, einfach zugemacht. Nichts bewirkt. Oh, da gibt's was. Analysieren. Irgendwelche Informationen über sie. Muss ich gleich mal gucken. Das habe ich, glaube ich, auch nie gemacht hier. Ne? Ah, da ist was. Informationen zu prüfen. Dann gucke ich mal, was ich gelesen habe über sie. In meinem Inventar. Tagebuch. Sammelobjekte. Ich habe wenig gesammelt. Wie kommt das denn? Charaktere und Organisation. Basilisk. Hätte ich mir alles mal durchlesen sollen, wenn ich schon so ein immersives, komplettes Let's Play mache. Ich weiß nicht mal was über Lydia. Na gut. Und über den Rotschopf weiß ich auch wenig. Im 6. Jahrhundert vor der Verfolgung durch die Byzantiner geflohen. Mal ehrlich, kann irgendjemand das über sich behaupten, was seine Familie im 6. Jahrhundert gemacht hat? Meine Güte. Erzähl mir was über euren Nachbarn. Ja, im 6. Jahrhundert ist seine Familie von den Byzantinern geflohen. So, hier, Inna. Okay. Es gibt offenbar keine Frauen, die nicht aussehen wie Models in diesem Spiel hier. Eine militante Armenierin und Anführerin einer Separatistenzelle in Georgien. Um ihre Truppe zusammenzuschließen will Inna Tomas Sidamonice heiraten, der eine andere Separatistenzelle anführt. Das ist die Braut, ja, tatsächlich. Ne? Ich habe sie nur von hinten gesehen. Sie ist eine treue, offene und kluge Frau. Ihre Eltern kamen nach Georgien, als sie noch ein Kind war. Und im 6. Jahrhundert, nach Thomas' Tod, sind sie auf Rache. Im Ersten Bürgerkrieg verlor Inna alle Verwandten in Georgien. Sie weigerte sich, davon zu laufen, nach Armenien zurückzukehren. Stattdessen entschied sie sich zu bleiben und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Schickte sie in Häusern vor Freunden. In Häusern vor Freunden und Sympathisanten, habe ich gelesen. Na gut.
Diese ganzen Leute hier. Soll mich jetzt nicht stören. Tja, soll ich es bei so einer kleinen Sache hier belassen? Ne, es geht 400 Meter weiter. Konnte ich nicht hier noch irgendwas analysieren? Dachte ich nicht, da hätte ich gesehen. Hier kann ich was. Mein Schmerzmittelvorrat ist voll. Ich würde ja gerne noch gucken, ob die Hühnerfutter haben. Na komm, du sollst nicht ungeplündert sterben. Handelswaren. 400 Meter. Na gut, da muss ich mal weiter. Da sind die Hühner. Ja gut, die hier, die Gesellschaft 23 wird nicht für die Hühnerfütterung zuständig sein. Oh, nicht aufregen. Ich weiß, ich sehe gruselig aus, aber ich bin's nicht. Vielleicht soll ich hier gar nicht so rumlatschen, ne? Och, die können sogar raus. Na gut, die finden was. Die finden was zu fressen. Muss ich hier befürchten, dass noch Leute irgendwie da sind? Ich sehe irgendwas auf meiner Minimap hier vorne. Was ist das? Da ist doch jemand. Ein Zivilist! Der einfach irgendwas baut. Und noch ein Zivilist, der irgendwas... Irgendein Auto repariert. Das ist schön mal. Das habe ich schon irgendwann gesehen. Ist aber lange her, ne? Nice. Wir sind unbewaffnet. Wir sind keine Bedrohung. Ja, ich auch nicht. Aber du hast recht, ich bin bewaffnet. Ich sehe aus wie eine Bedrohung. Ich will nicht kämpfen. Oh. Ich habe keine Waffe. Bitte. Ein Sammelstück. Ein Baker-Gewehr. Ich bin unbewaffnet. Ja, ich bin unbewaffnet. Ja, deswegen... Deswegen könnte ich dir ja auch ein Leid zufügen. Wir sind keine Bedrohung. Ja, ist ja gut. Aber ich werde dir kein Leid zufügen. Und da unten ist mein Fahrzeug, ne? Mal wieder umgeparkt worden. Geheimnisvollerweise. Autodiebstähle und Umparker. Na, Sir? Tut mir leid, ich weiß, sie sind unbewaffnet und keine Bedrohung. Ich kann meine Waffe leider nicht weglegen. Jetzt laufe ich den Weg. Den hätte ich wahrscheinlich auch fahren können, ne? Mal gucken wir mal. Die Musik wird bedrohlicher hier. Das heißt, ich schätze, ich lasse die friedliche Gegend hinter mir. Nähere mich der Bedrohung. Wäre das cool gewesen, wenn ich nicht jetzt schon einmal gestorben wäre. Das wäre eine Chance gewesen, mal eine schöne Aufgabe zu machen. Aber jetzt beschrei ich es schon wieder, dass es nicht noch im völligen Chaos endet. Irgendjemand nicht gespawnt wird oder ich vollkommen versage oder irgendwas nicht habe, was ich brauche. So die üblichen Sachen. Gucken wir doch mal, was sich hier oben so befindet. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich weiß nicht wie. Ach, hier ist niemand. Da kann ich draufgehen. Da wird mir schon nichts Böses passieren. Das müssen die Ruinen sein. Keine Anzeichen von Ena. Nicht schießen! Sie dürfen uns nicht bemerken! Ja. Okay. Ich will dich nicht töten. Ich muss Ena sprechen. Tja, das wird nicht passieren. Ich habe weder Zeit noch Geduld für diesen Scheiß. Wo ist sie? Fuck! Sie ist im Keller, okay? Es sind ein paar üble Hurensöhne hinter ihr. Also, bleibt sie da! Dann mach dich bereit, sie zu töten, denn ich muss mit ihr sprechen, heute. Ach ja? Wenn du der bist, für den ich dich halte, ist es den Versuch wert. Mach halt! Als er gerade so quäkend geschrien hat, dachte ich noch, das ist die beste Stimme hier bisher. Ne? Aber jetzt hat er doch wieder diesen komischen Klang. So bereit gehen. Machen, sie sind auf dem Weg! Dieses hier, das mag ich! Das klingt wie, keine Ahnung, Popeye oder Captain Haddock oder sowas. So, Auftrag abgeschlossen. Wo jetzt? Wo geht's runter? Hier, würde ich denken.
Läuft der Typ jetzt weg? Bereit machen. Sie sind auf dem Weg. Ach so. Moment. Mal gucken, ob ich einmal irgendwas Cooles machen kann. Zum Beispiel Explosivgeschoss. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Hätte ich mir vorher überlegen müssen. Habe ich Granaten? Oder kann ich Bouncing Betty mal so einsetzen, dass sie nicht mich tötet, sondern irgendwie andere Leute? Das ist die falsche Waffe, die will ich nicht haben. Wo ist Bouncing Betty? Hier ist Bouncing Betty. Und da habe ich eine Rauchgranate. Eine Rauchgranate. Bouncing Betty wird jetzt gleich eingesetzt. Außerdem werde ich in meine Sniper Rifle Explosivgeschosse machen. Im Ernst, die Explosivgeschosse reichen gerade mal, um einen von den Füßen zu hauen? Das wollte ich jetzt mal so richtig ausprobieren. Ich dachte, boing, dass alle so in die Luft jagen. Na gut, dann weiß ich Bescheid. So, trotzdem. Explosivmunition. Bouncing Betty lade ich nochmal ein. Ich verstehe das nicht, dass ich nicht einfach sagen kann, wie weit sie fliegen soll. Erledigt, sie sind tot. Beachtliche Leistung, Mr. North. So! Zeit für einen Plausch mit der schwarzen Witwe. Jetzt habe ich meine Bouncing Bettys weggeworfen. Kann ich die aufheben? Ich versuche es lieber nicht. Aber so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt darf ich hier rein. Dankeschön. Das ist auch so ein Ding an dem Spiel, ne? Ich wusste, dass sie da unten ist, aber gut, ich muss sie sehr erstmal. Ines Akarayan. Cutscene. Hallo. Ihre Meister sind sicher stolz auf das, was sie hier tun, Mr. North. Ihre Goldkette ist verheddert. Was nun? Und sie sind schlau genug, um diesen Feinde meiner Feinde sind meine Freunde Quatsch nicht zu glauben. Ja. Also erwarten Sie keine Dankbarkeit. Tu ich nicht. Ich will nur etwas von dir. Dann reden Sie schon. Ich muss einen falschen Scheißkerl töten. Sie sieht mich und ich duze sie? Ich will wissen, wo Amasi sich versteckt. Mit so einem Todeswunsch können Sie sich die Arbeit auch sparen und sich einfach gleich eine Kugel verpassen. Sehen Sie sich um. Sie verdanken mir Ihr Leben. Soll ich das als Drohung auffassen? Sie brauchen nicht antworten, Mr. North. Ich kann die Antwort in Ihren Augen sehen. Gut. Ich sage Ihnen, wo Amasi ist, wenn Sie David für mich töten. Verfolgen Sie nicht die gleichen Ziele? Warum wollen Stellen Sie, dass er Sie stirbt? Sie sind nicht dumm. Denken Sie, ich weiß nicht, wer befahl, meinen Mann zu töten? Wer befahl, mich zu töten? Wenn ich das tue und Sie mich verraten. Ich habe gesehen, wozu Sie fähig sind. Glauben Sie mir. Ich will meinen Kontakt mit Ihnen aufs Notwendigste beschränken. Naja. Dann halt so. Sniper-Präzision 0%. 4 Kopfschüsse und so weiter. Ja, die habe ich gerade. Also ist David für Thomas' Tod verantwortlich. Fast wie Kain und Abel. Da unten ist sie. Ich darf nicht mal nach. Auch noch Zwillinge. Man sagt, es gäbe keine engere Verbindung. Laut Inna hat David Thomas für die Aussicht auf Macht verraten. Amasi sagte David, was er zu tun hat, und David führte es aus. Also denkt David, dass Amasi ihm die Kontrolle David, verlässt. David. David plante, alle David, David. Zu einer unschlagbaren Armee zu vereinen, die von der Gesellschaft 23 finanziert und ausgerüstet wird. Und am Ende ist David der große, ausgestoßene Herrscher. David. Zumindest glaubt das Inne. Sie sagt, dass Davids Wut nicht hoch genug eingeschätzt David. Werden kann. David, mit seinem Tod werden die Separatisten das würde alle möglichen inneren Machtkämpfer antreiben. Sie würden in absolutem Chaos versinken. Jayshawk gibt schon den Befehl. Ohne
Ohne Davids Kontakte und Know-how wird die Verbindung zwischen den Separatisten und der Gesellschaft 23 geschwächt. Schneide den verbleibenden Kopf der zweiköpfigen Schlange ab. Dann kann der Schwanz sinnlos zappeln. Da ist was. Ja, Dialogregie. Nö. Ne, David. Falls sich jemand mal gefragt hat, wofür Dialogregie gut ist, wenn man das mal irgendwo sieht, dafür. Ja, dass sowas nicht passiert. Und bei Inna, haben sie irgendwie. Sie wollten keinen armenischen Akzent machen, weil es vielleicht politisch unkorrekt ist, keine Ahnung. Aber sie hat etwas anders gesprochen, so als hätte man so einen halben Akzent machen wollen. Seltsam. Ja, im Prinzip war es das. Die Musik klingt noch sehr spannend hier. Und mir ist schwindelig. Ich weiß nicht warum. Meine Bouncing Betties sind weg, aber hätten sowieso nicht gewirkt. Dafür war das ja ein Erfolg mit... Ziegen. Ob ich mich da anschleichen kann? Das sind keine Ziegen. Was ist das? Das sind doch auch keine normalen Rehe, oder? Reh. Ich höre Geräusche links. Reh. Hallo. Hallo, Süßes. Oh, jetzt habe ich es verjagt. Aber ich war nah dran. Oh, da ist noch eins. Okay. Ja, ist euer Revier. Ich gehe schon weg. Portiminda Midnare. Oh, wenn es ein Port ist, muss ich mir mal hier zumindest angucken, wie die Schiffe hier aussehen. Ist ja nicht, dass ich hier Fahrzeuge fahren kann, außer mein eigenes oder Schiffe benutzen. Aber naja. Märchenhaft. Das Ganze. Und echte Leute, die hier leben. Kann ich da einem guten Tag sagen, ohne dass er Angst kriegt? Immerhin habe ich keine Waffe in der Hand momentan. Hallo, Sir. Na, sie wollen wohl nicht. Sie reden wohl nicht gerne, was? Er sieht aus wie Serge Gleitmann. Ist hier was zu erben? Das würde mir wahrscheinlich angezeigt, ne? Sir, Sie brauchen neue Lebensmittel und Freude am Leben, würde ich sagen. Meine Güte. Ikonen und Gift. Und Akten. Ikonen, Gift und Akten. Das haben sie hier. Oh, da ist tatsächlich was drin. Der Mann genießt das Leben. Wir alle ergeben uns. Erschießen Sie uns nicht. Nein, ich erschieße nur eure Radios. So ein Running Gag bei mir. Oh, ein Liebespaar. Jetzt kann ich die Waffe wieder nicht wegstecken. Ne? Hallo, Leute. Gibt's hier noch was zu plündern in eurem schönen Städtchen? Da oben sind auch noch Leute. Gucken, was die da machen. Ein kleiner Junge. Die Einsamkeit in diesen Orten hier erinnert mich übrigens an einen Film. Ein Jean Rollin-Film. Wie ist er im Deutschen? Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Raisin de Mort. Meine ich. Menschen. Grapes of Death wäre ein guter Titel, ne? Ich meine, es wäre also über so ein kleines französisches Bergdorf, wo eine Seuche ausgebrochen ist. Das lief als Zombie-Film. Galt als solcher, aber es war eigentlich keiner. Hallo. Sie haben ein Ausrufezeichen im Kopf. Das macht mich neugierig. John, danke fürs Kommen. Ich habe ein paar Aufgaben für dich. Der Widerstand steht bereits in deiner Schuld. Aber wenn du das schaffst, könnten wir eine Chance haben, unser geliebtes Land wieder aufzubauen. Mach ich. Später. Mission noch zu erledigen. Ich hatte nämlich auch irgendwo gesehen, dass es noch Nebenmissionen gab. Eigentlich noch mehr Nebenmissionen. 3 Nebenmissionen. 4 Nebenmissionen. Ja, aber... Nebenmission freigeschaltet. Noch weitere zu erledigen. Das macht mich neugierig. Werde ich aber jetzt nicht rauskriegen. Denn außer den Löwen von Rotki hatte ich ja bisher gar nichts.
Und dabei gibt es wirklich irgendwie noch eine ganze Reihe mehr. Allerdings werde ich, verspreche ich hiermit, mich durch die Hauptmission durchzuarbeiten, damit wir irgendwann zum Ende kommen. Und wenn ich hierhin zurückkehren will, kann ich mich dann um die Nebenmissionen kümmern. Ja, das soll es gewesen sein für heute. War erfreulicher als die letzten Sachen. Und ich hoffe, es bleibt so bis zum Ende, denn das Spiel soll mich in guter Erinnerung behalten und vor allem soll ich das Spiel in guter Erinnerung behalten. Insofern, bis bald.